An alle, die den Mut haben, meine Bilder, aus denen die schreckliche Vergangenheit spricht, von Anfang bis zum Ende mit Verständnis und Gefühl zu betrachten. Im Alter von 17 Jahren, am 2. Mai 1949 in Deutschland, Neustadt Glewe, 39 Kilo Gewicht, atmete ich das erste Mal freie Luft ein. Ich sah, dass es freie Menschen auf der Welt gab, die keine Ahnung und Gefühl hatten, was sich in ihrer Zeit, das vorgeschrittene 20. Jahrhundert, abgespielt hat. Noch im Streifenkleid, mit schwachen Händen und zitternden Knien, fing ich an, was in meinem Herzen wühlte, auf dem Papier wiederzugeben. Damit alle Menschen auf der Welt wissen, was man uns angetan hat. Und dennoch, keine Feder, kein Film und kein Tonband kann diese Leiden und Qualen, diese Todesschreie aus den Gaskammern, aus selbstgeschaufelten Gräbern, die Tränen der kleinen Kinder und die Schreie der Mütter, denen die Kinder aus den Armen gerissen wurden, wiedergeben. Als Tochter von Joshua und Rosa Liebermann wurde ich im Jahre 1927 in Berlin geboren. Ich sowie meine Schwester Bertha und meine beiden Brüder Alex und Leo besuchten die Schule in Berlin, konnten aber leider unsere Ausbildung nicht beenden, da es jüdischen Kindern unmöglich war, in den Kriegsjahren zur Schule zu gehen. Als sechsjähriges Kind erinnere ich mich an die ersten Schikanen. Am 1. April 1933 holten SA-Männer meinen Vater aus der Wohnung, weil er Jude war. Er wurde zwei Tage später übel zugerichtet entlassen. Mein Vater war Frontkämpfer 1914-18 und liebte seine deutsche Heimat. Er glaubte nicht, was seine Augen sahen und er hörte. Von Tag zu Tag wurde es immer schlimmer. Wir hörten von Dachau. Viele von unseren Bekannten verschwanden nach Dachau. Anstatt Briefe kamen in vielen Fällen Kästchen mit Asche zu den zurückgebliebenen Familien. Und unser Nachbar, Inhaber eines Elektrizitätsgeschäftes in der Gartenstraße, war ein angesehener Parteigenosse. Seine Kinder gingen in die Hitlerjugend. Eines Tages hörten wir, dass sich unser Nachbar das Leben genommen hat. Man hat herausbekommen, dass sein Großvater ein getaufter Jude war. Die Kinder, die keine Ahnung hatten, warum, wurden aus der Hitlerjugend entfernt. Die Leiche unseres Nachbarn wollten die Juden sowie die Christen nicht auf ihren Friedhof begraben lassen. Ein paar Tage lag der Tote zu Hause, bis man ihm einäscherte. Viele schreckliche Begebenheiten aus jener Zeit stehen noch vor meinen Augen, aber es kamen noch viel ärgere. Die Nazimaschine hat uns im Jahre 1938 nach Schlesien verbannt. Wir kamen nach Benzburg, Katowice, die Geburtsstadt meiner Mutter. Mit dem 3. September 1939 beginnt für uns und alle Juden eine schreckliche Leidenszeit. Mein Vater und meine beiden Brüder, meine Großeltern, die keiner Fliege jemals etwas zuleide taten, meine Onkels und Tanten mit ihren Kindern und mit ihnen 6 Millionen Juden sind auf schreckliche Art umgebracht worden. Alles, was ich sah und fühlte in meiner frühesten Jugend und was meine Kinderjahre verfinsterte, versuchte ich in den Zeichnungen wiederzugeben. Als Augenzeuge dieser schrecklichen Geschehnisse ist es mir aber leider unmöglich, diese fürchterlichen Qualen und Schreie der Todgeweihten, die ewig vor meinen Augen stehen und in meinen Ohren klingen werden, auf dem Papier zu bringen. Gleich nach der Befreiung am 2. Mai 1945 in Neustadt, Glewe, Ravensbrück, fühlte ich die Pflicht in mir, das, was uns und den 6 Millionen unschuldigen Opfern angetan wurde, nur aus dem einen Grunde, weil wir Juden waren, der ganzen Menschheit ans Herz zu legen. Schema Yisrael, der ewige unser Gott, ist einzig. Dieses Schema Yisrael, das Todesgeschrei der Juden, es drang aus den Gaskammern, aus den vollgestopften Waggons, aus den Gräbern und aus allen Todeslagern. Schema Yisrael ist der Schrei zum Himmel der Märtyrer, die wehrlos in den Händen der Barbaren des 20. Jahrhunderts ausgeliefert waren. Schema Yisrael, der Schrei, der zu jener Zeit nicht erhört wurde, schwebt über uns und wird ewig über uns schweben. Der schwere Nazi-Stiefel, jeder Tritt, Leiden, Tränen, Blut und Tod. Der Marsch über Europa bringt Ruinen, Zerstörung, Hunger. Seine Schritte dröhnen und verbreiten Angst, Angst im Herzen aller Unterdrückten.
Werke und Bücher großer Männer wie Freud, Max Ehrlich, Stefan Zweig, Heinrich Heine, Professor Einstein und vieler namhafter Künstler wurden von Kulturminister und Propagandaminister Dr. Goebbels als entartete Kunst gebrandmarkt und der Vernichtung preisgegeben. Die schöne Natur Gottes, die für alle Menschen auf der Welt geschaffen wurde, Gärten und Wälder, Seen und Berge, wurden für die jüdische Rasse verboten zu genießen. Die helle, schöne Sonne durfte für uns nicht scheinen. Das Haus Gottes wird geschändet, alle Gebethäuser brennen. Viele heilige Torarollen gehen in Flammen auf und mit ihnen viele fromme, gottesfürchtige Menschen, die es nicht ertragen konnten, Gottes Lehre vernichtet zu sehen. Nachts, wenn der Wind durch die Ruinen der ehemaligen Synagogen rauscht, bleiben die Menschen schaudernd stehen und hören, wie gebannt, stöhnen, weinen, schluchzen, das aus den Trümmern zum Himmel steigt. Ein Jude weniger, ein Brot mehr. 3. September 1939. Deutscher Einmarsch in Polen. Todesangst und Hunger. Lang sind die Reihen nach Brot. Doch ein Kommando ertönt, Juden raus, es knallen Schüsse und die Reihe ist verschwunden. Nur hier und da liegt ein Körper, das Brot aus den erstarrten Händen gefallen, liegt ein paar Schritte weiter am Boden im Schmutz. Haussuchungen bei Juden. Bei welchen Juden Zwiebel, Eier, Fleisch und so weiter gefunden wird, wird ohne weiteres als Schwarzhändler nach Auschwitz geschickt. Der Gauleiter, Kreis Katowice, lässt sich das Vergnügen nicht nehmen, höchstpersönlich die jüdischen Wohnungen zu durchsuchen. Meine arme, verängstigte Tante wird beim Wäschewaschen von der hohen Person des Gauleiters überrascht. Ich sehe, wie er zum Wäschetrog geht. Meine Augen werden groß und rund vor Schreck. Der große Mann knöpft seine Hosen auf und erledigt sich in der Wäsche meiner Tante. Dann bemerkt er ein Tintenfass, das auf dem Schrank steht, und gießt langsam und mit Genuss die Tinte in die Wäsche meiner armen Tante. Mein Gesichtsausdruck musste ihn wahrscheinlich zum Lachen gereizt haben, denn er lachte polternd los, lachte und lachte für das Dritte Reich. Arbeitseinsatz. Junge Juden und Jüdinnen werden verschleppt zur Zwangsarbeit in verschiedene Lager, zu unmenschlichen Bedingungen. Todesfälle sind an der Tagesordnung. Wer schwach wird, kommt nach Auschwitz. Das Krematorium wartet. Mein Bruder Alex fiel diesen Aktionen zum Opfer am 14. Juni 1942. Er kam nie mehr aus den Arbeitslagern zurück. Am 3. September 1942 wurde meine Schwester Bertha nachts aus dem Bett geholt. Der 11-jährige Sohn des Gauleiters ist der Schrecken der jüdischen Bevölkerung. Schießereien und Messerstiche ist seine geliebte Beschäftigung. Er ist in Begleitung seines Lehrmeisters. Man flüchtet in die Häuser. Auch Polizeiwachmeister Mitschke führt sein Unwesen in den Straßen von Ventsburg. Er schießt und schlägt nach rechts und links und verursacht Tod und Verderben. Platz machen. Untertänig müssen die Juden vom Bürgersteig zur Seite auf dem Fahrdamm weichen, wenn ein Deutscher ihnen entgegenkommt. Ganze Arbeitskolonnen, begleitet von Ordnern, müssen vom Wege abweichen, wenn ein einziger Deutscher des Weges kommt. Major Lindner vom Arbeitseinsatz möchte sich nicht beschmutzen, mit dem Judenrat direkt zu sprechen. Er benutzt seinen Hund. Sage dem Juden, dass ein neuer Transport Juden für das Lager Marktstadt gefordert wird. Alle Juden ins Wasser, alt und jung, Kinder und Greise müssen daran glauben und zum Spott und Gelächter werden für ihre Peiniger. Wehrlos und zitternd vor Furcht werden alte Juden auf den Straßen geschleppt und unter Qualen müssen sie dulden, dass ihre Bärte ausgerissen werden. Ich erinnere mich an den Berliner Schuldirektor meines Bruders, Rabbiner Dr. Munk. Ihm wurde sein Bart auf offener Straße in Berlin ausgerissen. Er kam in der Synagoge mit verbundenem, leidverzerrtem Gesicht und betete. Der Bart bedeutet für die frommen Juden eine Verehrung Gottes. Die Absicht, dem Juden bis ins Innerste seiner Seele zu verletzen, ist vortrefflich gelungen. Gräuelpropaganda.
Orthodoxe Juden werden zusammengetrieben. Man gibt ihnen Gewehre, Granaten, Messer und so weiter in den Händen. So werden sie fotografiert. Die Bilder gehen nach Berlin mit dem Vermerk, Juden machen einen Aufstand und müssen vernichtet werden. Juden werden gezwungen, ihre Gebete zu verrichten, um eine Vorstellung für die lachenden Zuschauer zu bieten. Juden, zu wem betet ihr denn? Es hört euch ja doch niemand. Noch eine nette Zerstreuung, Hunde auf Menschen zu hetzen. Die Toten dürfen nicht ruhen. Friedhofsschändung ein Sport. Kilometerlange Chausseen ziehen sich durch ganz Polen, gepflastert mit jüdischen Grabsteinen, mit der hebräischen Schrift von außen. Mit der Aufschrift auf der Koppel Gott mit uns wurden die schauderlichsten Gräueltaten vollbracht. Man hängt zwei unserer Nachbarn auf. Ihre Frauen und die kleinen Kinder müssen zuschauen. Die alten, gebrochenen Eltern stehen stumm da mit entsetzten Gesichtern, aus denen unsagbares Leid spricht. Der kleine vierjährige Sohn unseres Nachbarn reißt die Augen auf und sieht seinen hängenden Vater mit unaussprechlichem Ausdruck in seinem Kindergesichtchen an. Auch wir Nachbarn wurden aus den Häusern getrieben, um diesem Schauspiel beizuwohnen. Das Kind des Ghettos ist der Ernährer der ganzen Familie. Wer das jüdische Kind im Ghetto ins Gesicht sah, sah Augen eines gejagten Tieres. Große, aufgerissene Augen, die nur Angst ums nackte Leben und Hunger kannten. Die Erwachsenen konnten sich nicht aus dem Ghetto wagen. Die kleinen Kinder entsannen Mittel und Schliche, sich aus dem Ghetto zu stehlen, um bei den Polen etwas Brot für die Familien im Ghetto zu erbetteln. Häufig endete dieses Unternehmen mit dem Heldentod der Kleinen. Bensburg 1942. Hauptmann Franz Polter aus Breslau sammelt die jüdischen Kinder um sich und brüllt: Ihr habt den Krieg gewollt. Wir schauen ihm verständnislos an. Ein kleiner Junge von 6 Jahren wagt sich hervor. Nein, Onkel SS-Mann, wir wollen keinen Krieg. Wir wollen nur ein Stückchen Brot. Bensburg 1942, Gestapo-Keller. Meine 3 Onkels werden auf die Gestapo geschleppt. Sie werden mörderlich geschlagen. Mit der Uhr in der Hand steht der Gestapo-Chef und kommandiert. Noch eine Viertelstunde und es regnet wieder Schläge. Bis zur Unerkenntlichkeit entstellt werden 2 meiner Onkels entlassen, nachdem sie sich unterschreiben mussten. Wir Brüder waren betrunken und haben uns herumgeschlagen. Der 3. meiner Onkel hat nie mehr sein Heim wiedergesehen, denn er konnte nicht so viel ertragen. Bensburg, 12. August 1942. Alle Juden werden auf dem Sportplatz zusammengetrieben. Massenaussiedlung. Das bedeutet Auschwitz. Kommissar Dreyer, Dr. Messner und Kuschinski sortieren die Juden. 16.000 Juden aus Bensburg, Sosnowitz und Dombrowa gehen nach Auschwitz. 16.000 Menschen, alte Leute, kleine Kinder, fahren einen schrecklichen Tod entgegen. Kommissar Dreyer ist hungrig. Sein Butterbrot kauen, schreit er. Welche Mutter hat ihr Kind versteckt? Die Opfer, Kinder und Greise und Krüppel werden zur Eile getrieben. Der populäre Genickschuss. Viele hunderttausende Menschen wurden auf dieser Weise von den Nazis umgebracht. Ein kalter Wintertag. Nackt mit erhobenen Armen müssen jüdische Frauen durch die Straßen gehen. Schnee und Eis unter ihren nackten Fußsohlen. Im Wald werden sie erschossen. Der Baum des Lebens ist durch die Nazis in einen Baum des Todes verwandelt worden. Sosnowitz 1942, jüdisches Krankenhaus. Die Krankenhäuser werden ausgeräumt. Aus den Betten gerissen werden die Kranke auf den Autos geladen und nach Auschwitz gebracht, wo das Krematorium ihrer harrt. Sosnowitz 1942, Entbindungsheim.
In der gynäkologischen Abteilung werden neugeborene Säuglinge in Kissenbezüge gepackt, aus dem Fenster des zweiten Stockwerks geschleudert, die Wöchnerinnen gehen denselben Weg. Unten wartet das schwarze Todesauto. Die jüdischen Ärzte und Schwestern werden gezwungen, das Blut auf Tischen und Fußböden aufzuwaschen. Jüdische Schwangerfrauen werden in den Wald geführt und erschossen. Die Mütter leben nicht mehr, aber in ihren Leibern, die Kinder, die sich zum Leben reißen und nicht leben durften, rühren sich noch einige Minuten. Dann werden auch sie still für immer. Ein Geburtstagsgeschenk für den Sohn des Lagerführers. Zum 10. Geburtstag wurden 10 jüdische Kinder in die Luft geworfen und das Geburtstagskind durfte schießen. Vor Freude in die Hände klatschend rief er, noch, noch! Bensburg 1942. Kinder bis 12 Jahre müssen abgeliefert werden. Viele Mütter sind irre geworden. Man suchte sich verschiedene Verstecke aus. Mein kleiner süßer Cousin, 2 Jahre und 8 Monate alt, der Liebling der ganzen Familie, liegt im Kohlenkasten. Ist aber gar nicht einverstanden, in den Kohlen zu liegen. Er flüstert leise, denn er weiß, dass er nicht laut reden darf. Kreskele will nicht in die Kohlen liegen. Kreskele will in Papas Bettchen schlafen. Aber ein Blick in Mamas Gesicht versteht er, dass er sich fügen muss. Diese Frau ist aus Bialystok. Ich traf sie in Birkenau, Auschwitz. Sie schlief mit mir in einer Koje und murmelte vor sich her die ganze Nacht. Nie, nie werde ich mir dieses Blut auf meiner Hand abwaschen. Da ist das Blut meines Kindes. Mit roher Gewalt werden die Kinder aus den Armen der Mütter gerissen. Bensburg 1942. Bei den tagtäglichen Aktionen werden verschiedene Mittel angewendet. Das kleine Meuschele schreit im Wagen. Ein Schuss und Meuschele ist still für immer. Meuscheles Mutter, die Friseusin, unsere Nachbarin, nimmt ihren kleinen Sohn, den kleinen leblosen Körper, auf den Arm, läuft irre durch die Straßen und ruft jedem zu. Seht her, das ist mein Meuschele. Sie wird von niemandem beachtet, denn Irre und Tote sind eine alltägliche Erscheinung. Bensburg, 1. August 1943. Judenrein. Alle Juden nach Auschwitz. Man schleppt Juden aus den Betten, aus verschiedenen Verstecken, aus Keller, aus Böden. Wer nicht schnell genug ist, wird an Ort und Stelle erschossen. Die Tote häufen sich in den Gassen. Die Tote werden auf Autos geladen. Ein Kopf links, ein Kopf rechts, Füße links, Füße rechts, damit viele Körper aufgeschichtet werden können. 10 Tage wird unaufhörlich geschossen. Zurückbleiben Scherben und Trümmer. Doppelte Wände, doppelte Böden, viele unterirdische Löcher werden nach und nach aufgedeckt. Man sucht einen Strohhalm, sich das Leben zu retten. Aber es nützt nicht. Alle werden herausgeholt. Die Lebensuhr ist abgelaufen. Jeden Tag gejagt werden, jeden Tag andere Verstecke und immer den Tod vor Augen. In der Nacht vom 31. Juli zum 1. August 1943 in Bensburg werden wir von Schießen, Schreien, Weinen, von dem bekannten Ausruf geweckt, Juden raus! Es gelang uns, gebückt über den Hof zu laufen und unser Versteck zu erreichen. Unser Versteck war ein Grab unter einem Mistkasten. Wir, mein Vater und meine Mutter, mein kleiner Bruder und ich und meine alte Tante saßen gebeugt mit eingezogenen Beinen, denn mehr Platz war nicht da. Wir hörten, wie die Juden gesammelt und abgeführt wurden. Wir hörten Schüsse knallen und Kinder weinen. Wir hörten den Aufschrei unserer Nachbarin, Frau Dr. Rechtschaft, ganz dicht an unser Mistkasten. Mein Kind, mein Kind! Ein Schuss und dann war es still in unserer Nähe. Ich höre die kleine Luscha weinen, das 5-jährige Mädchen der Gymnasiumlehrerin, Frau Inwald. 10 Tage lang hören wir Schießen und Schreien. Auf unsere Mistkasten wurden tote Körper geworfen. Wir wurden nass vom Blut, welches durch die Bretter und Mist auf uns rieselte. Etwas später wurden die Toten aufs Auto verladen. Und wir, das heißt unser Mistkasten, wurde mit Kalk beschüttet, so dass wir kaum atmen konnten. Meine Tante wurde ohnmächtig und starb, ohne das Bewusstsein wieder erlangt zu haben. 3 Tage und 3 Nächte aßen und tranken wir nichts.
aber dann begann uns der Durst zu quälen. Plötzlich hörten wir Schritte. Die Schritte kamen an unseren Mistkasten. Ein Brett wurde beiseite geschoben. Es fiel ein Brot und eine Flasche Wasser zu uns ins Grab. Der Pole, der Hauswart, setzte sein Leben aufs Spiel und rettete uns vor Verhungern. 6 Wochen half er uns in unserer Not. 6 Wochen lagen wir zusammengekrümmt mit meiner toten Tante im Grab. Am 10. September 1943 hörten wir: Posten, hier sind Juden versteckt. Ich bin Reichsdeutsche. Kommen Sie mit mir, ich zeige Ihnen den Polen, der den Juden Essen gab. Schritte kamen auf unser Mistkasten zu, gingen aber weiter zum Seitenflügel des Hauses. Es kamen einige unserer Nachbarn in gebückter Haltung zum Vorschein. Sie wurden unter Schlägen fortgeführt. Dann wurde der Pole auf dem Hof geschleppt, dieser Pole, der uns und auch den anderen Juden half. Er wurde fürchterlich geschlagen und angeschrien. Wo sind noch Juden versteckt? Der Pole jammerte: Ich weiß von nichts, ich weiß von nichts. Er wurde fortgeschleppt und kam nie mehr zurück. Wir ergaben uns und krochen aus unserem Grab. Dann wurden wir ins Ghetto gebracht, wo wir die jüdischen Wohnungen aufräumen mussten, bevor man uns nach Auschwitz abtransportierte. Das Warten auf entdeckt zu werden, das Starren zwischen die Spalten unseres Mistkastens auf dem kleinen blauen Stückchen Himmel, der uns verwehrt war, ist vorüber. Mein kleiner Bruder Leo wird nicht mehr aus dem Bunker kriechen müssen, um etwas zum Essen für uns zu besorgen. Der Pole konnte nicht immer zu uns kommen. So beschloss Leo, auf dem Bauch über den Hof in unsere Wohnung zu gelangen und uns etwas Lebensmittel zu besorgen. Das letzte Mal, als Leo in unserer Wohnung war, hörten wir Schüsse. Man hatte einen Bunker mit Juden entdeckt. Wir glaubten, Leo nicht mehr wiederzusehen. Als es still wurde, hörten wir leise Tritte. Leo kam. Er brachte Essen und erzählte uns, dass er sich in einer Matratze versteckt hatte. Die Deutschen kamen in unserer Wohnung und traten auf die Matratze und auf Leo mit den Stiefeln und merkten nicht, dass Leo in der Matratze war. Leo war 14 Jahre alt. Leo brachte Essen und das Mäntelchen von dem kleinen Haskel. Das Mäntelchen hatte Haskel zu seinem 2. Geburtstag bekommen, stand immer vor dem Spiegel, streichelte seinen Mantel und sagte: Haskele, schön, neu. Haskele ist nicht mehr und sein Mäntelchen liegt bei uns im Bunker verschmutzt und zerrissen. Wir gehen von deutscher Polizei mit aufgepflanztem Gewehr bewacht einem ungewissen Schicksal entgegen. Kleine Babys waren die Gefahr für den ganzen Bunker. Ein Kinderschrei konnte alle Menschen verraten. Es gab nur einen Weg. Die Mutter musste mit ihren eigenen Händen ein Kissen auf den Mund ihres Kindes pressen. In den meisten Fällen endete dieses mit dem Tod des Kindes. Diese Tragödie hat sich in fast jedem Bunker abgespielt. Wir waren noch 140 Juden, die letzten Juden aus Oberschlesien, die zu Räumungsarbeiten herangezogen wurden. Wir fanden grauenhafte Zerstörungen vor, Blut und Schmutz. Fast in jedem Haus wurden kleine Kinderleichen gefunden, über und über mit Fliegen bedeckt, denn sie waren schon 6 Wochen tot. Die Mütter wollten ihre Kinder nicht mit nach Auschwitz nehmen, denn sie wussten, was Auschwitz bedeutet. In der Hoffnung, dass jemand das Kind noch rette, versteckten sie die Kleinen in den Ofenröhren, in Schüsseln und Wannen. Wo ein Schwarm Fliegen ist, finden wir ein Kind. Grüne, giftige Fliegen, die habe ich euch im Bunker beneidet. Ihr konntet raus und rein fliegen. Ihr konntet an der Luft, an der Sonne. Wir durften das nicht. Die toten Kinder wurden im Hof verbrannt, die wertvollen Gegenstände schön sauber verpackt und auf Autos geladen Richtung Deutschland. An der Schwelle des Todes ist der Wille zum Leben riesengroß. Dem ungewissen Schicksal entgegengetrieben. Ungewiss? Nein, die Juden fühlen und wissen, wohin sie getrieben werden. Aber sie gehen und vertrauen auf Gott. Shema Yisrael. Die Herrscher des Dritten Reiches haben schon das Schicksal der Juden besiegelt. Eine der populärsten Massenhinrichtungen in ganz Europa war das Erschießen ins Massengrab. Das Grab musste von den Opfern selbst geschaufelt werden. Ein langes Brett wurde quer über das Grab gelegt.
Die Opfer mussten einzeln über dem Brett gehen und wurden durch Maschinengewehrschüsse teils getötet, teils nur verletzt. Aber alle, Frauen, Männer, Kinder, fielen vom Brett ins Grab. Dass viele lebendig begraben wurden, bezeugt, dass sich die Erde viele Stunden noch nach der Exekution bewegte. An anderen Gräben mussten sich die Opfer nackt ausziehen und die Kleidung auf einen Berg legen. Und Männer, Frauen und Kinder fielen ins Grab, tödlich durch Maschinengewehrschüsse getroffen. Vollgestopfte Viehwaggons, vollgestopft mit Menschen, mit Juden aus ganz Europa, ziehen nach Richtung Auschwitz, nach Treblinka, nach Majdanek, nach der Hölle. Eng aneinander gepresst, Schweiß und Gestöhn, der Atem dringt schwer und geräuschvoll durch die Lungen, denn die Luft ist allzu spärlich. So ist der Weg nach Auschwitz. Das Raubtier. Das Tor zur Menschenvernichtung. Auschwitz, 15. Januar 1944. Die Schornsteine der Birkenauer Krematorien ragen starr zum Himmel. Der Himmel ist blutrot erleuchtet von riesigen Flammen, die aus den Schornsteinen lodern. Und Rauch und diesen unauslöschlichen Gestank nach verbranntem Menschenfleisch über dem ganzen KZ Birkenau Auschwitz verbreiten. Eiskalte Gesichter empfangen uns, Befehle werden erteilt, Gummiknüppel fallen klatschend auf Rücken über Köpfe, wir werden aufgeteilt, Leben oder Tod. Die Hälfte von unseren Leuten gehen ins Gas, mein Vater, mein kleiner Bruder werden von uns gerissen und nie sehen wir sie wieder. Irre Schreie, Schmerzensausrufe dringen an mein Ohr. Die Kleider werden uns von den Körpern gerissen. Wertgegenstände müssen abgegeben werden. Wir stehen nackt in der Sauna, der Ort, wo die großen Selektionen stattfinden. Die Sauna, ein großer Bau, Türen und Fenster offen. Der Schnee weht auf uns. Eine ganze Nacht dauert das Einschreiben, alle Formalitäten, die mit Schlägen und unflätigen Ausrufen begleitet werden. Blonde Haare, schwarze Haare, Locken und glatte Haare, Zöpfe, ganze Säcke Frauenhaar. Wir werden kahl geschoren. Wir werden des natürlichen Frauenschmuckes beraubt. Aus Frauen und Mädchen werden Häftlinge, Nummern. Goldene Zähne wurden gezogen. Den vergasten Leichen wurden, bevor sie verbrannt wurden, alles Gold aus dem starren Mund gerissen, um das Dritte Reich zu bereichern. Ich fühle, wie meine Hand zur Seite gerissen wird. Die Nummer 74349 wird für immer in meinem Blut eingebrannt. Diese blaue Tinte, die in meinem Blut eindrang, wühlt mein Blut auf und treibt mich dazu, alles, was in meiner Kraft steht, auf diesem Papier wiederzugeben. Wir werden entlaust. Zusammengedrückt, ängstlich stehen wir unter der sogenannten Dusche. Ein paar Tropfen, mal heiß, mal kalt. Dann wird uns die Lagerkleidung gegeben. Das Streifenkleid. Das Kleid des KZ-Häftlings. Hier ist euer Lebensraum, hier ist euer Schlafzimmer, Wohn- und Esszimmer, hier müsst ihr sterben. Mit diesen Worten wird uns von der Stubenältesten unsere Koje gezeigt. Ein nasses Loch in der Wand, wo 6 Häftlingsfrauen zusammen wohnen müssen. In diesem Loch liegt eine schwarze, schmutzige Decke, die für uns alle 6 reichen muss. Im Block ist es halbdunkel, ganz schmale Korridore laufen zwischen den Kojen entlang. Das ist das Frauenkonzentrationslager Birkenau, das zum FKL Auschwitz gehört. Alles steht stramm. Das ganze Lager steht blockweise auf der Lagerstraße und wartet, bis die Aufseherin in schwarzer Pelerine mit eiskalten Augen die Häftlinge zählt. Stundenlang in eisiger Kälte stehen Tausende von Menschen mit schlotternden Knien und klappernden Zähnen, Zählappell. Mit Sang und Klang marschieren wir zur Arbeit.
namhafte jüdische Künstler von allen Bühnen Europas heruntergeholt, spielen mit todtraurigen, blassen Gesichtern lustige Weisen am Lagertor auf. Wir marschieren durch das Tor zur Munitionsfabrik Union in Auschwitz. Beutel nach innen, schreit die Kapo. Links, links, links. Wer nicht gut marschiert, bekommt Schläge. An den Holzsohlen setzt sich der Schnee und es ist unmöglich, Schritt zu halten. Beim Ausmarsch werden wir vom Posten gezählt. Beim Einmarsch in der Fabrik werden wir von Oberkapo Maria gezählt. Nach 12-stündiger Arbeit werden wir von der Nachtschicht abgelöst. Am Lagertor stehen wir wieder, werden wieder gezählt. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sinnlos, schwere, große Steine hin und her zu tragen, durch Schlamm und Löcher, mit Holzschuhen, die zu groß oder zu klein sind, mit Blasen und Wunden bedeckten Füßen, von Kapos und Hunden gejagt, konnten viele Häftlinge nicht nachkommen. Sie fielen in den Schlamm, um nie mehr aufzustehen. Schwere Arbeit, minderwertige Ernährung und Angst vor dem Krematorium. Das Außenkommando arbeitet bei jeder Witterung in Kälte, Regengüsse und Hitze auf der Straße unter freiem Himmel. Der Steinbruch war das Arbeitsfeld des männlichen Häftlings. Der Steinbruch forderte viele Opfer. Tagtäglich wurden die Arbeitskommandos durch neue Häftlinge ersetzt. Die Männer boten ein Bild des Grauens. Die ausgemergelten Körper staken in schlotternden Streifenkleidung. Hunger schrie aus ihren Augen. Viele Häftlinge liefen ans elektrische Stacheldraht. Sie haben sich selbst befreit durch den Tod. Meine Freundin, sie war 16 Jahre alt, war immer ein lebenslustiges und zu Scherzen bereites Mädchen. Hanka Kamina, die hübsche, lebendige Hanka, lief aus unserer Reihe ans Draht. Ich schrie und weinte, aber sie hörte mich nicht mehr. Ein Schreckensruf geht durch die Kojen. Dr. Mengele ist da. Das bedeutet Selektion. Alle müssen zur Sauna. Wir treten an. Nackt, Zunge raus, Arme hoch, so stehen wir vor Dr. Mengele und seine Mitarbeiter. Dr. Mengeles Finger zeigt links, rechts. Links bedeutet der Tod. Unerbitterlich mehrt sich die Zahl der Todeskandidaten. Den Opfern wird jeder Weg zur Errettung abgeschnitten. Ihre Nummern sind aufgeschrieben worden. Ihre Nummern dürfen im Lager nicht mehr fungieren. Sie werden umzingelt und abgeliefert. Es folgt die letzte Etappe. In Gegenwart des Rapportführers Hauber, Rapportführerin Hesse und Drexler mit ihren Helfern werden die Opfer ins Innere des Krematoriums gebracht. Der Ofen frisst unaufhörlich, Tag und Nacht, viele, viele menschliche Körper. Sie stehen zu vielen Tausenden in der Reihe, die Juden aus ganz Europa, und warten geduldig auf den Tod. Die Juden aus Ungarn, Juni 1944, glaubten, was man ihnen erzählte, sie kämen in einem Arbeitslager. 6 Wochen in überfüllte Viehwaggons, zusammengefärscht, ohne Nahrung und ohne Luft, belehrten sie eines anderen. Die Hälfte war schon tot, ehe sie nach Auschwitz kamen. Der ganze Zug fährt direkt aufs Krematoriumsfeld. Ich sehe durch den Stacheldraht, wie eine Mutter das Jäckchen ihres Kindes zuknöpft. Hat sie Angst, ihr Kind könnte sich drinnen im Krematorium erkälten? Holländische und deutsche Juden stehen wie ungläubige Kinder da. Nein, es ist doch nicht möglich. Man kann doch keine Menschen verbrennen. Das ist eine Bäckerei, man backt Brot. Im Vorraum der Gaskammer sind Kleiderhaken angebracht. Die Opfer ziehen sich aus und hängen ihre Kleider fein säuberlich auf die nummerierten Kleiderhaken. Es wird ihnen gesagt, die Nummern ja nicht zu vergessen. Sie bekommen jeder ein Handtuch und ein Stückchen Seife in der Hand gedrückt. Die Seife ist ein Stein, was die meisten nicht bemerken. Sie werden in den Duschraum geführt. Die Türen schließen sich. Anstatt Wasser kommt Gas, Zyklon. Schreie dringen nach außen, unmenschliche Schreie. Doch sie werden immer stiller, immer schwächer. Dann verstummen sie. Die Türen werden geöffnet. Ein Gestrüpp von Armen und Beinen kommt zum Vorschein.
Die Gaskammer wird gesäubert für den nächsten Transport. Jetzt bekommt der Ofen sein Fressen. Alles wird verarbeitet und ausgenützt. Die Knochen werden gemahlen und auf die Felder geschüttet. Die Felder werden fruchtbar. Aus jüdischem Fett wird Seife gemacht, Riffseife. Aus Menschenhaut werden Lampenschirme verarbeitet. Aus Haaren werden Matratzen gemacht. Alles für die Kriegswirtschaft. Um Gas zu sparen, bedienen sich die Folterknechte mit verschiedenen Methoden, um recht viele Menschen zu vernichten. Das Krematorium arbeitet nicht schnell genug. Das ist die Meinung in Berlin. Berlin fordert schnellere Judenvernichtung. Also werden in den Wäldern Birkenaus Leichen verbrannt. Sorgfältig eine Schicht Menschen, eine Schicht Holz. Es brennt der Wald. Kleine Kinder werden mit den Köpfen an den Bäumen geschlagen, in die Grube geworfen und mit Kalk beschüttet. Überall wird gemordet und verbrannt. Um die entsetzlichen Schreie der Todgeweihten zu übertönen, spielt Musik. O Welt, du bist so wunderschön im Maien. Gebetbücher, Taschen, Puppen, Bälle, Schuhe, Pässe aus ganz Europa, Bilder. Der Weg ist verstreut mit Gegenständen, die einstmals ein Menschenherz erfreut hatten. Welches kleine Mädchen hat diese Puppe an ihr Herzchen gedrückt? Das Herzchen schlägt nicht mehr, es liegt in der Kalkgrube im Birkenauer Wald. Ein Ruf Kaffee holen, halt durch den Block. 4 Nummern werden ausgerufen. Wir gehen Kaffee holen. Das Fass ist schwer, die Henkel klein und die Holzschuhe bleiben im Schlamm stecken. In Schweiß gebadet erreichen wir den Block. Der Kaffee wird verteilt. Durstig gießt sich jeder Blockinsasse das unappetitliche schwarze Wasser in die ausgetrocknete Kehle. Die Suppe wird verteilt. Die Juden bekommen zuletzt. Erst darf der Hund kosten. Aber die Suppe schmeckt ihm nicht. Uns wird sie schmecken, diese Suppe, denn wir sind hungrig. Eine verrostete, schmutzige Schüssel mit wassriger, undefinierbarer Flüssigkeit, die Suppe hieß, musste für 4 Häftlinge reichen. Wer schneller aß, aß mehr als der andere. Die Blech- oder Holzlöffel klapperten schnell, störten das Essen des anderen und das Ergebnis war, dass sich die teure, unersetzliche Suppe verschüttete. Später in Ravensbrück bekamen wir um 3 Uhr morgens unsere Suppe. Ein Fass voll Suppe wurde auf den Hof gestellt. Alle auf einmal liefen zum Fass. Das Fass wurde umringt. Jeder wollte etwas. Das Fass fiel und die Suppe ergoss sich im Schlamm. Alles lag am Boden und leckte. Das war ein Stoßen und Schieben. Abseits stand der Posten und lachte. Hunger tut weh. Hunger und Todesangst sind unsere ständigen Begleiter im Konzentrationslager. Die Müllabfälle werden belagert. Vielleicht hat jemand das Glück, eine rohe Kartoffelschale oder ein Stück verfaulte Rübe zu finden, um seinen schmerzenden Magen zu beruhigen. Der Mensch wird zum Tier. Der Hunger treibt zum Äußersten. Gute Freunde werden Feinde. Nicht jeder hat die Kraft, sich in Gewalt zu halten und verliert die Nerven. Durch die Nazimörder wurde Homo homus lupus verwirklicht. Brotdiebe bei Nacht sind keine Seltenheit. Die eine Scheibe Brot und das bisschen Suppe müssen 24 Stunden reichen. Jede paar Stunden ein Biss, damit noch etwas für den Morgen reicht. Die Rechnung geht nicht auf. Denn hungrige Diebe streichen heimlich in der Dunkelheit im Block herum, trotzdem sie wissen, dass sie beim Entdecktwerden mit ihrem armseligen Leben bezahlen müssen. Birkenau, Ende 44. Ich bin krank, meine Knie tragen mich nicht. Beim Appell werde ich durch meine Mutter gestützt, damit die Aufseherin nichts merkt. Mein Magen rebelliert. Meine Freundin Hanni stürzt aus dem Block. Sie hat eine Rübe am Boden neben der Küche bemerkt. In gebückter Haltung läuft sie in der Richtung der Rübe. Aber zu spät, sie wird vom Posten erwischt. Eine Reihe Fußtritte und Schläge trifft meine arme Freundin. Sie bleibt liegen, neben der Rübe, von Blut überströmt. Der Posten lässt von ihr ab und geht. Hanni erhebt sich, fasst die Rübe und läuft wankend zum Block.
Mit lachenden, blutüberströmtem Gesicht stopft sie mir ein Stückchen Rübe in den Mund. Ich weine, du blutest, Hani. Ach was, erwiderte sie lachend und wischt sich mit dem zerschundenen Handrücken das Blut aus den Augen. Jeden Tag will ich solche Schläge bekommen, wenn ich jeden Tag so eine Rübe dafür bekäme. Bei Nacht im Schlaf höre ich sie stöhnen. Scheußliche Spiele werden mit uns gespielt. Lachend gießt die Aufseherin Wasser in den Schlamm und wir sind so durstig, unsere Kehlen sind so ausgetrocknet. Warum muss ein Mensch den anderen so quälen? Wir sind doch alle nur Menschen. Der Sport im Konzentrationslager bedeutet nicht Stärkung und Erfrischung des Körpers. Nein, Sport im Konzentrationslager bedeutet Strafe. Strafe, Strafe. Wofür werden wir bestraft? Weil wir geboren wurden? Auf spitzen Steinen knien, schwere Steine mit beiden Händen über den Kopf halten, stundenlang. Das war der Sport, das war die Spezialität Oberkapo Marias aus Westfalen, mit denen sie uns viele Male quälte. Ein trauriges und menschenunwürdiges Kapitel bildet unter anderem Dr. Mengeles Arbeitsfeld. Die Experimente. Im 10. Block in Auschwitz wurden die Opfer zerstümmelt. Künstliche Befruchtung, eingeimpfte Tiersamen, Typhus-Einspritzungen. Die Versuchskaninchen, junge, gesunde jüdische Mädchen, waren kostenlos in Hülle und Fülle vorhanden. Es kamen aus Paris, aus Holland und Belgien, aus Deutschland und aus Griechenland, aus ganz Europa gutes Material. Dr. Mengele liebte es, an Zwillingen hauptsächlich zu studieren. Auch Säuglinge wurden nackt und lebend aufs Eis gelegt. Ein Arzt, ein kultivierter Mensch mit Universitätsbildung, schaute auf der Armbanduhr und stellte fest, wie lange noch Lebenszuckungen in dem kleinen Körper war. Alles für die Wissenschaft. Eine altbewährte Methode, der Stehbunker. 24 Stunden in dieser Kammer raubten dem Häftling das Bewusstsein. Ein Kübel Wasser bringt ihn wieder zu sich. Auschwitz, Herbst 1944. Im Herbst 1944 geschah es. Alle Krematorien brannten. Leider wurde das Feuer allzu schnell gelöscht, doch ist einiger Schaden verursacht worden und einige SS-Männer sind ums Leben gekommen. Wir arbeiteten in der Munitionsfabrik Weichsel Metallunion. Wir wurden von SS-Leuten und zivildeutsche Arbeiter bewacht. Vier Frauen entwendeten Pulver aus unserer Fabrik und übergaben dies auf heimlichen Wege dem Männerlager. Das Sonderkommando, das waren die Häftlinge, die im Krematorium arbeiteten und Tag und Nacht die Schreie aus den Gaskammern mit anhören mussten und die Vergasten in die Öfen schieben mussten. Sie haben diese Tat vollbracht. 300 jüdische und christliche Männer wurden erschossen und sofort wurde ein neues Sonderkommando eingesetzt, damit die Arbeiten ungestört weitergehen kann. Die vier Frauen unseres Blocks warten auf ihre Verurteilung. Sie wurden auf der politischen Abteilung zu Oberscharführer Bogger gebracht. Diese Verhörungen bedeuteten Folter. Die Brust wurde ihnen verbrannt, die Nägel gerissen. Sie blieben stumm. Sie wussten, was ihre harrt. Sie wussten, dass sie bald befreit würden. Alla Gärtner, 26 Jahre alt, aus Bensburg. Esther Blumenweiß, 18 Jahre alt, und noch zwei junge Mädchen wurden erhängt. Wir standen Appell. Stolz und aufrecht gingen sie, die Verurteilten, durch unsere Reihen durch, den Blick starr zum Galgen geheftet. Ich habe noch nie junge Menschen so ruhig und so stolz sterben sehen. Noch vor einigen Tagen zeigte Alla mir ihre rechte Hand, an der ein Finger fehlte. Siehst du, Elli, aus dieser Hand haben sie mir mein 6 Monate altes Baby, meine kleine Ruth, gerissen und mir diesen Finger abgehackt, weil ich geschrien und gebrüllt habe. Ich habe um mein Kind gekämpft, aber sie waren stärker. Sie erzählte mir, dass andere Mütter mit irren Augen zusahen, wie man ihre Kleinen an beiden Beinchen zerriss, wie man sie übers Knie zerbrach und in Müllkasten warf, bevor man die Eltern ans Massengrab führte. Sie schwor nicht zu ruhen und zu kämpfen gegen diese unmenschlichen Verbrecher, solange nur ihre Kraft reicht. Wir stehen und sehen zu, wie Alla Gärtner und ihre Verbündeten zum Galgen geht, ihrer kleinen Ruth entgegen. Die Henkersknechte waren Unterscharführer Hessler, Oberaufseherin Irma Drexler,
Rapportführerin Hesse und andere. Auschwitz, Januar 1945. Fliegeralarm, Blocksperre, Flugzeuge, Vögel der Freiheit umkreisen unser Lager. Gibt es für uns noch eine Freiheit? Die russische Front rückt nach Auschwitz vor. Die Krematorien werden abgerissen. Ein letzter, schneller Versuch, die Spuren der schrecklichen Verbrechen vor der Außenwelt zu vertuschen. Der Versuch ist zwecklos. Die alliierten Armeen stoßen überall auf Berge von Leichen, die nicht rechtzeitig verbrannt werden konnten. In Auschwitz wurde von den russischen Armee das größte Quantum von Haaren, Schuhen, Brillen, Leichen, Männer, Frauen und Kinderleichen noch in offene Gräber vorgefunden. Wir wurden evakuiert. Keiner durfte in Auschwitz bleiben. Im Krankenrevier wurden alle Häftlinge erschossen, weil sie zu schwach waren, den Marsch mit anzutreten. Wir wurden nach Ravensbrück geschleppt. 3 Tage später, nach unserem Ausmarsch, befreite die russische Armee Auschwitz. Durch Kälte und Wind, Tag und Nacht, schleppen wir uns durch den Schnee gen Westen. Lastautos und Taxis der Deutschen, voll beladen mit Paketen, fliehen an uns vorüber. Alles zieht westwärts, denn die Russen sind schon in Auschwitz. Wer schwach wird, wird erschossen. Der Schnee färbt sich rot, wo die Leichen liegen. Wir gehen weiter, von SS-Männern mit aufgepflanztem Gewehr bewacht. Um lästiges Beweismaterial und Augenzeugen seiner grässlichen Taten zu vernichten, ersann sich der Lagerkommandant dieses Lagers eine gelungene Methode, 5 Köpfe mit einer Kugel zu liquidieren. Und um ganz gründlich vorzugehen, stach er mit dem Bajonett in die noch warme Körper. Meine Schwester lag unter den Leichen, an ihr ging die Kugel vorüber. Sie ist wie durch ein Wunder mit dem Leben davongekommen. Viele Tausende sind auf diesen verschneiten Wegen umgekommen. Diese bleichen Leichen im Schnee mit weiß aufgerissenen Augen, eingehüllt in blutige Streifenkleider, die unseren schweren Weg säumten, werde ich nie vergessen. Am 2. Februar 1945 sahen wir die riesigen hohen Mauern von Ravensbrück. 6 Wochen waren wir in Ravensbrück. Ein großes Zelt, das im Wasser stand. Bis zu den Knien im Wasser warteten wir auf unsere Kojen zu. Lebendige Leichen standen stundenlang in eisiger Kälte Appell. Dann wieder Aufbruch nach Neustadt-Glewe, eine Filiale von Ravensbrück. Wir gehen wieder durch Schnee und Blut. Vormittag, den 2. Mai 1945 in Neustadt-Glewe. Wir stehen Appell. Der Lagerleiter brüllt. 2 Minuten vor unserem Ende ist 1 Minute vor eurem Ende. Noch sind wir die Herren. Ein Schuss kracht, ein junges Mädel fällt in unserer Reihe. Flugzeug befallen, ergebt euch. Nachmittag am 2. Mai 1945 in Neustadt-Glewe, Mecklenburg. Wir sind frei. Die alliierten Armeen haben uns die Freiheit wiedergegeben. Schwach, krank, verhungert und voll Ungeziefer, Skelette in schlotternden Streifenkleidern, fallen wir weinend unseren Befreiern in den Armen. Wenn sich alle Meere dieser Welt in Tinte verwandeln würde, wenn die ganze Erdoberfläche sich in Schreibpapier verwandeln würde, würde die Tinte und das Papier nicht ausreichen, alle diese Leiden und Tränen und unmenschlichen Qualen wiederzugeben. Den Umstand, dass ich, ein junges Mädchen, dieser Hölle entronnen bin und ich zusammen mit meiner Mutter leben geblieben bin, verdanke ich nicht zuletzt meiner armen, leidgeprüften Mutter, die immer an meiner Seite war und mich aufrichtete, wenn ich umzufallen drohte. Halte dich, mein Kind, es wird nicht ewig dauern. Und sie selbst, schwach auf ihren Füßen, wollte vor mir nie schwach erscheinen, damit ich mich nicht verlieren sollte. So schützten wir uns gegenseitig. Und noch einen Umstand verdanke ich mein Leben. Ich zeichnete, ich porträtierte ihre Gesichter, diese mörderisch kalten Augen. Ich malte ihre Familienmitglieder, ihre Frauen, ihre Kinder. Sie hatten Frauen und Kinder daheim.
und mordeten Frauen und Kinder anderer Menschen in fremden Ländern. Viele große Künstler aber gingen im KZ zugrunde. Und dass ich und meine arme Mutter am Leben blieb, dünkt mich ein Wunder.